I was paid a healthy bounty for Ringo and Curly Bill and realized there was real money to be made. That's why I went after Henry Plummer. Episode 3, The Innocents. Now wasn't he the sheriff who augmented his income by shaking down miners and robbing gold shipments? That's the one. Oh yeah, I remember him. He ran that gang of thieving outlaws called the Innocents. So it's true that you went toe-to-toe with him? Indeed I did, son. Indeed I did. Der Glorreiche. I knew I needed resources if I was going to track down Roscoe Bob Bryant, and hunting Plummer looked like a good way to get rich quick. As the local vigilantes exposed him as the leader of the bandits and put a generous price on his head. Plummer rallied his gang to plunder one last gold mine before making their escape, and that's where I thought I'd find him. Finde den Mineneingang. Ja, wir sind hier wieder in der sengenden Sonne unterwegs, bewaffnet mit unserem Colt. Und ich habe ein bisschen was an der Grafik geändert. Ich hoffe, man kann es sehen, denn YouTube hat so seine Probleme bei dieser Comic-Grafik mit 720p. Das sieht dann richtig scheiße aus. Deswegen, ja, mache ich jetzt auf 1080p. Ist zwar für mich ein bisschen mehr Arbeit, dafür bekommt ihr hoffentlich ein schöneres Bild. Aber gerade ruckelt es noch ein bisschen, aber ich habe trotzdem konstant 30 FPS. Ich glaube, das liegt doch daran, dass das Spiel frisch geladen hat. War ja bei der letzten Aufnahme auch so. Die ersten 2-3 Minuten waren ziemlich ruckelig, aber danach wurde das ja noch schön. So, und irgendwie ist es hier still. Aber ich höre schon die ersten. Besides, George is up there on the rocks with that rifle of his. Nothing gets past him. Oh, yeah. My late father pointed out to me more than once, God made men, but Samuel Colt made them equal. Boah. Ach, da oben stehst du. So. Erledigt. Ah, ich habe alle meine Waffen. Sehe gerade. Die Akimbo. Habe ich hier eine Winchester oder Dynamit? Na, wo ist die Flinte? Ah, hier ist die Flinte. Gut, aber natürlich mache ich es erstmal mit den Akimbos. Mit den coolen Doppelrevolvern. Und hier geht es auch irgendwie rein zur Mine, aber es geht, ging auch nochmal da hinten lang. Und da wollte ich nochmal vorbeischauen. Denn ich will ja auch noch genügend Nuggets der Wahrheit finden. Um die Wahrheit herauszufinden, was an diesem gottverlassenen Ort passiert ist. Naja. Kann ja nicht so spannend gewesen sein. Ist ja immer die gleiche Chose. Postkutsche, Cowboys oder Indianer. Irgendwer überfällt da immer irgendwen. So, aber ich glaube, unser Weg führt uns in die... führt uns hinein in die gute Mine. Und wir können hier sonst eh nichts machen. Ist ja eh ein ziemlicher Schlauch-Shooter, von daher. I knew that dynamite wasn't mine. So I decided the polite thing would be to return it. Ah, okay. Dynamit. Ging das jetzt hier hinten gar nicht rein? Habe ich mich jetzt da eben getäuscht? Ich schaue hier nochmal schnell. Hier in den engen Gängen der Mine. E zum Benutzen drücken. Ach, da die Leiter. Ah, hier. Schätze. Ah ja, allerhand Waffen. Ich bin aber mit meinen soweit zufrieden. Ui. Ranger mit Gravur. Oh, warum nicht? Was haben wir hier? Ja, ein Nugget der Wahrheit. Sehr schön. Gut, dann benutzen wir hier mal das Leiterchen und krabbeln nach oben. Und
gehen hier auf die Lauer. Nach wem auch immer wir hier so antreffen werden. Das Gute ist, es gibt wenig gute Charaktere in diesem Spiel. Von daher trifft man immer die richtigen. Da steht was drauf auf der Knarre. Aber da wir sie nicht nehmen können, kann es ja so besonders nicht sein. Gut, dann jetzt hier wieder runter. Uiuiui, ein schwerer Sturz. It was the biggest gold rush since Sutter's Mill in 48. Unfortunately, prospectors weren't the only ones drawn to those riches. Du kannst auf Dynamit in der Luft schießen. Drücke zum Schießen. Aha. Wow, hier schön erledigt. There were thieves and killers, robbing travelers and hijacking gold shipments. Like those that ran with Plummer. Some were just regular folks I knew from town, drawn by greed and easy pickings. Explosives, oh, da möchte ich hin. Charlie Crow, the blacksmith. James, who worked in the stable. Sam and Jeremiah Barber, the butcher's sons. Ordinary citizens who lived a double life. Stealing and thieving and murdering their neighbors. Of course, the rest were veterans of the Civil War. Stone cold killers trained on the bloody fields of Shiloh and Antietam. Dangerous, desperate individuals. Plummer had a lot of men on his payroll. A hell of a lot. That son of a bitch pretended to protect the public with one hand while stealing them blind with the other. He set up a defensive perimeter which I had no idea how to breach. Ja, der gute Silas ist halt wieder sehr mitteilungsbedürftig. In way over my head, but I was too damn stubborn and stupid to realize it. They must have thought I was touched. Or had some kind of death wish. Seeing as there were barrels of gunpowder everywhere. So. One stray bullet, one stray spark, and I'd be blown to hell and gone. Did I have any second thoughts about what I was doing? No. Ja, heute hat der gute Silas hier wirklich viel zu erzählen. Ja, der gute Gronkh hat es ja auch schon im LPT-Livestream gesagt. Das Problem bei dem Spiel ist, dass unser Protagonist hier wirklich viel am Quatschen ist, viel selbst erzählt. Und deswegen ich hier als Let's Player immer ein bisschen aufpassen muss. Aber ich habe das ja bisher eigentlich ziemlich gut hinbekommen. Und manchmal muss ich, ja, dem Herrn Greaves einfach mal ins Wort fallen. Okay. I finally made it past and headed on to meet my destiny. Dann sollte ich mich auch mal sputen, wenn ich hier eilen soll. But first, I had something I needed to figure out. I had a few ideas on how to get into that mine, but once I made my decision, I knew there was no turning back. So my first thought was to enter the nearest mine portal. I saw an entrance. Made sense. Okay, das war eben noch nicht hier. It was the quickest way in, but that also made it more dangerous. As there would undoubtedly be enemy pickets posted along the way. Ich glaube, das soll so ein bisschen demonstrieren, dass sich der gute Silas hier nicht so wirklich einig ist, was er hier überhaupt für eine Räuberpistole erzählt. Aber egal, wir sind jetzt hier in der Mine und wir müssen jetzt hier ein bisschen rumballern. So, da sind die ersten Gegner. So. Na, ich sehe auch ein kleines Köpfchen dahinter. Komm her! Bam! Haha! Oh, ich mache auch gleich ein Level ab. So, hier vorne glänzt was. Eine Schrotflinte. Nee, eigentlich nicht. Schrotflinte möchte ich nicht. Ich möchte lieber ein Nugget der Wahrheit haben. Besides, once you enter a mine like that, it's easy to get all turned around.
and that confusing maze of corridors wouldn't even be the worst of it. Just do this! Ja, irgendwie habe ich mich jetzt hier gerade ein bisschen verlaufen. Okay, die beiden habe ich, glaube ich, schon erschossen. Also geht jetzt hier hinten weiter. Hoffe ich zumindest. Sieht alles so vertraut aus. Ah ja. Some of those shafts could be as deep as hell. Ach, da oben. A single stumble or misstep can easily end in a deadly plunge to oblivion. Also sterben wollte ich jetzt hier eigentlich nicht, Silas. Deswegen bring uns hier mal lieber gesund und munter wieder raus. I'm here. Wo bist du? Irgendwie, da glänzt was. Da hinten. An den Kopf anvisieren und dann zack, weg. Einfach nur weg mit den blöden Verbrechern. Alles nur Schweine. Ein bisschen hier noch für die Kokel-Action gesorgt. Nein, ich will hier nicht runterfallen. Da habe ich gar keine Böcke drauf. Nein, 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 nein. So, lieber klaue ich dir deine Munition. Checke noch mal eben die Lage aus. So, und dann, und dann, und dann, und dann, und dann. Ja. Weiß ich schon wieder nicht weiter. Man wird hier wohl irgendwo lang gehen. Gut. Mal hier unten durch. Quick reflexes often make up for a lack of common sense. Oh, oh. Luckily, I was never one to be easily bushwhacked. I would just need to be careful not to blow myself to kingdom come. Ja, da wollten die mich hier glatt mit so einem Minenwagen überrollen. Ja, haben sie aber nicht gedacht, dass ich da auch ausweichen kann. Ja. All that gunpowder and dynamite everywhere. A body has to know what he's shooting at. Die sind tot. Oder du bist tot. Ja, ich bin gestorben. Ich dachte, ich habe hier die göttliche Überlebenskraft oder sowas. Aber nein, hatte ich nicht. Aber wir haben dafür einen guten... So. Neuer Level. Yeeha! So, was haben wir jetzt hier alles Schönes? Kaltblütig, mehr Konzentration oder ich habe Vorrat aufstocken. Nö, will ich nicht. Ich will lieber mal anfangen, ein bisschen den Ranger zu skillen. Quasi, weil ich auch hier eine Menge mit der Flinte mache. So, Visieransicht verlangsamt die Zeit. Nimm dir die Zeit beim Zielen. Beim Zielen mit einer langen oder einhändigen Waffe hilft dir eine kurze Rechtsklick. Konzentrationsähnliche Verzögerung gerade lang genug, um perfekt zu zielen. Ja, nehmen wir doch mit. Klingt gut. Wird gekauft, sag ich mal. So. Mhm. Gut. Ja, hier geht's weiter. Oh. Man sollte niemals ohne durchgeladene Waffe in den Kampf ziehen. Bullet could have turned that mine into a dad blasted tube. Oh nein! Ah, shit, ich habe mich diesmal in die falsche Richtung gelehnt. Nein! Und wieder gestorben. Was zur Hölle ist da denn jetzt gerade passiert? Sind mich jetzt schon wieder tot? Hm, das ist natürlich komisch. Bin schon wieder gestorben. Ist das ein Bug-Safe-Game hier oder was? So, ich bin jetzt mal einfach ein bisschen durchgerannt. Keine Ahnung, was hier gerade passiert. Hier geht auf jeden Fall gerade einiges hoch und ich sterbe hier aus heiterem Himmel. Okay, also dann wahrscheinlich mal einfach mal ein bisschen Go-on-a-Run-mäßig hier unterwegs sein. I freely admit that my plan of attack was not just moronic, but clearly insane. Wow, hier, so eine geile Abschussserie. Oh, oh.
Okay. It's a good thing that I abandoned that ridiculous plan before I even tried it. Also. Instead, I spotted a ladder. A way into the mine from the opposite side. Okay, das war also schwachsinnig. Deswegen jetzt hier einfach mal mit der Leiter. Ja, okay. Kommt ja praktisch aus dem Nix, dann nehmen wir halt die Leiter. Warum nicht? It was a long way around, but that approach seemed more sensible at the time. Of course, being I had a problem with heights, that scaffolding scared the bejesus out of me. Climbing down that ladder required some caution. Because even though I had a younger man's reflexes, no man can dodge a damn bullet while climbing down a rickety ladder. Ja, da spricht Seiles wahre Worte. Er spricht schon wieder ziemlich viel. When you're suspended between heaven and hell.